Hi und willkommen zu einem neuen Workout. Es wird kurz, es wird knackig und wir gehen runter auf den Boden. Heute für unsere Core-Muskulatur. Ich hoffe, ihr habt euch vorher ein bisschen warm gemacht. Das normale Hullern ist natürlich auch schon super, um die Taille zu erwärmen. Wenn ihr ein bisschen warm seid, gehen wir auch direkt runter. Ich zeige euch jetzt vier Übungen, die wir hintereinander wegmachen, ohne Pause dazwischen. Danach machen wir eine kleine Pause und dann den ganzen Spaß nochmal. Drei Runden, okay? Wir fangen an, setzen uns hin, okay? Beugen uns nach hinten, Rücken ist gerade, Bauch ist fest, Knie sind zusammen und wir heben unsere Beine durch, runter. Das machen wir 30 Sekunden, dann drehen wir uns auf die Seite, legen den Reifen auf unser Becken und gehen hoch und runter. 30 Sekunden lang die eine Seite. Dann gehen wir auf die andere Seite über. Ich muss mich komisch drehen, mache ich aber nur für euch. Ihr könnt euch natürlich direkt auf die andere Seite legen. Gleich auf der anderen Seite. Dann legen wir uns auf den Rücken. Reifen kommt nach oben. Und 30 Sekunden lang machen wir quasi den Superman. Das wäre es auch schon. Freut euch. Ich mache das nur für euch. Möchte ich noch mal erwähnen. Ich mag keine Bodenübungen, deswegen zieht ihr es gefälligst mit mir zusammen durch. Denkt dran, Bauch ist fest, Rücken gerade und wir legen los. Die Knie bleiben zusammen. Die ganze Zeit. Atmen nicht vergessen. 10 Sekunden noch. Und geschafft. Direkt auf die Seite. 30 Sekunden laufen schon, hoffe ich. Achtet drauf. Ellbogen und Schulter im 90-Grad-Winkel. War falsch. Ellbogen und Schulter sind übereinander. Hoch, 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 hoch. 5 Sekunden noch. Wir drehen uns auf die andere Seite. Gleiches Spiel wieder. Hoch. Zieht durch. 10 Sekunden noch. 5. Bauch ist fest. Und wir gehen auf den Bauch. Reifen hoch. Let's go. Der Blick ist zum Boden. Wir nutzen die Kraft aus dem Rücken. Noch 5 Sekunden. Wir gehen zurück auf den Po und los geht's. Ich wollte eigentlich eine kleine Pause machen. Aber wofür? Jetzt bin ich im Flow. Rücken ist gerade, Bauch fest. Noch 10 Sekunden. Knie zusammen. Puh. Auf die Seite. Und hoch. Runter. Achtet wieder, Ellbogen, Schulter auf einer Linie. Noch 10 Sekunden.
Wir wechseln auf die andere Seite. Und gleiches Spiel wieder. Bauch ist fest. Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Noch 10 Sekunden. 5. Und wir gehen auf den Bauch und heben hinten den Reifen. Haltet durch. Atmen nicht vergessen. Noch 10 Sekunden. 1 letztes Mal. Kleine Pause. Einmal durchatmen. Und dann sind wir auch schon bei der letzten Runde angekommen. Dafür setzen wir uns wieder auf den Po. Bauch ist fest, Bauchnabel zieht zur Wirbelsäule. Denkt wieder dran. Knie schön zusammenlassen. Eine Sekunde gebe ich uns noch. Wir denken dran. Alles anspannen, lehnen uns zurück. Auf die Plätze. Lehnen uns zurück, als würden wir uns bequem machen. Ne? Auf die Plätze. Fertig. Los. Knie bleiben zusammen. Noch 20 Sekunden. Zieht durch und nutzt eure Bauchmuskeln. Die letzten 10 Sekunden. 5 Sekunden. Und ein letztes Mal auf die eine Seite. Wenn das zu anstrengend ist, der kann das untere Bein anwinkeln. 10 Sekunden noch. 5. Wir tauschen schnell die Seite und machen das Gleiche. So rum. Bauch ist fest, Ellbogen unter der Schulter. Zieht durch, die letzten 10 Sekunden. 4. Und noch einmal auf den Bauch. Let's go. Die letzten 10 Sekunden laufen. Und wir haben es geschafft. Huch, ich ramm kurz die Wand hinter mir weg. Hullert gerne noch hinterher ein bisschen, hullert vorher, wie auch immer ihr das möchtet. Schreibt gerne in die Kommentare, wie ihr es fandet. Und ob ihr Lust auf mehr so kurze Workouts habt. Ansonsten sage ich Tschüss und bis zum nächsten Mal.